Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Unboxing-Folge und zwar von der Zockbox. Es ist mittlerweile das dritte Video dieser Art und kleiner Disclaimer vorweg, ich bekomme diese Boxen kostenlos. Wir haben so einen kleinen Deal gemacht, sage ich mal. Ich bekomme diese Box 6 Monate und mache dann halt immer ein schönes Unboxing-Video, damit ihr auch so seht, was vielleicht, wenn ihr das länger abonniert, immer so ein bisschen drin sein mag. Wie gesagt, ich bekomme die Box kostenlos. Ich habe allerdings keine Auflagen bekommen, natürlich irgendwie jetzt das alles nur positiv darzustellen oder ähnliches. Sowas würde ich auch niemals eingehen. Das vorweg, das behaltet bitte im Hinterkopf. Bisher in den Boxen war ich eigentlich sehr zufrieden damit. Also besonders überraschend fand ich da natürlich auch den Zustand der Module. War alles immer wirklich wunderbar und auch hier alles wunderbar verpackt. Ist natürlich alles kein Schnäppchen. Ist klar, wenn ihr die Spiele jetzt einzeln kaufen würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich so etwas weniger bezahlen. Aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man so ein bisschen am Start einer Sammlung ist, um da mal etwas reinzusteigen und sich jeden Monat überraschen zu lassen. Ich habe mir 3 Systeme ausgesucht. Bei Zockbox könnt ihr immer aus ganz, ganz vielen diversen Systemen aussuchen, was für Spiele ja, da drin sein sollen. Es gibt auch verschiedene Stufen der Boxen. Also ihr könnt entweder 3, 4 oder 5 Spiele in einer Box haben. Kostet natürlich dementsprechend immer mehr. Das günstigste, was ich hier habe, sind 3 Spiele für, ich glaube, 32 Euro inklusive Versand. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig im Kopf gehabt. Ansonsten habt ihr natürlich in der Beschreibung den Link, wo ihr das auch alles bestellen könnt. Wie gesagt, ich habe mir ausgesucht Gameboy, natürlich hier als großer Gameboy-Sammler, denn Game Gear, weil da ist meine Sammlung noch so ein bisschen ausbaubedürftig und da habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht auch der ein oder andere Spiel zu bekommen, was ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Und natürlich Klassiker Super Nintendo. Es ist wie immer, denke ich mal, alles schön verpackt. Ich habe es bisher nur aufgeschnitten. So, was ich ja auch schon im letzten Video gesagt habe, was mir immer gefällt, die haben das hier immer alles mit Papier eingepackt und nicht irgendwie groß Folien und so weiter. Ne? Denkt an die Umwelt, ist hier auch nicht verkehrt. Und ich greife mal rein. Das wird das Packpapier sein. So, das fühlt sich wie das Super Nintendo Spiel an. Ich bin gespannt, was es ist. Es ist, ach cool, das wollte ich sogar schon länger haben, Kirby's Dream Course. Ja cool, auch hier wieder, was ich hier so auf den ersten Blick sehe, 1A Zustand, also das Modul sieht wie geleckt aus, da sind auch keine Marker drauf oder ähnliches. Das Etikett bzw. das Cover, das sieht wirklich super aus. Das Spiel habe ich schon länger so ein bisschen mal im Auge gehabt. Ich sammle ja nicht mehr so viel Super Nintendo, deswegen habe ich mir es dann nur nicht selber gekauft. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ne, der Kirby ist ja mit seiner Kugelform immer sehr, ja, dafür da, natürlich auch in anderen Genres irgendwie mal so ein bisschen Gastauftritt zu haben. Es gibt ja auf dem Gameboy zum Beispiel Kirby's Pinball, wo natürlich Kirby dann die Pinballkugel ist, ne, weil rund bietet sich ja an. Und soweit ich weiß, ist das dann quasi in der isometrischen Ansicht so drauf sich, müsst ihr Kirby ja ein bisschen Marvel Madness mäßig dann durch den Kurs geleiten. Wie gesagt, ich habe bisher nur Aufnahmen gesehen. Wie es genauer spielt, weiß ich leider nicht, aber ich jetzt seht ja die eingeblendeten Aufnahmen. Finde ich sehr cool, werde ich da auf jeden Fall mal gerne mal anschauen. Oder ist es so ein bisschen Minigolf ähnlich, aber ich glaube Kirby ist da wieder die Kugel. Sehr cool, sehr schönes Spiel. Wie gesagt, Zustand ist wieder wie geleckt. Dann haben wir das hier, das wird das Gameboy-Spiel sein wahrscheinlich. Auch da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Das ist schön Papier eingewickelt. Oh, Klassiker. Klassiker, wunderbares Spiel, ist mit Hülle dabei, war jetzt nicht immer dabei, aber ab und zu geben sie die dazu. Auch das dürfte ein Label-Upgrade für mich sein. Und zwar Burai Fighter Deluxe. Das war sogar eines meiner ersten Testvideos, die ich damals hatte, weil das Spiel hatte ich auch als Kind. Und ja, das ist sehr schön. Ja, ist auch eine deutsche Version, zwar die europäische Version. Und wie gesagt, Zustand, wenn ich mir das hier so anschaue, sieht richtig, richtig gut aus. Das kann man wirklich anscheinend immer sagen. Zustand ist immer echt gut.
Auch da habe ich ja schon beim letzten Video mal gesagt, wenn ihr diese Box auch mal abonniert habt, schreibt das mal bitte in die Kommentare, ob das bei euch genauso ist. Weil man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, im Zweifel wussten die, an wen die diese Box schicken. Und es wäre natürlich interessant zu wissen, ob es jetzt auch bei normalen Kunden auch so ist. Das Spiel auf jeden Fall ist ein wunderbares Shoot'em-up. Und zwar hat das so einen ganz eigenen Spin. Und zwar spielt ja normalerweise irgendwie ein Raumschiff. Ne? Man fliegt von links nach rechts, hat ein Raumschiff und Upgrades und so weiter. Hier spielt ja aber ein Astronauten in einen Spezialraumanzug und fliegt damit dann durch die Welt. Und das Besondere ist halt, dass sie ja wirklich in 8 verschiedene Richtungen schießen können. Also können das schräg oben, euch umdrehen und dann das schräg hinten und so weiter schießen. Und damit eröffnen sich natürlich so ganz neue Sachen. Und was mir bei dem Spiel auch sehr stark gefällt, jetzt zum Beispiel bei A-Type auf dem Game Boy, wenn ihr entweder den oberen oder den unteren Rand berührt, geht ihr kaputt. Und da ist das nicht so. Und da ich mal so ein bisschen dulli bin, was das angeht, gefällt mir das natürlich sehr, dass das man nicht, sobald man wirklich irgendeinen Rand berührt, sofort tot ist. Ja, es gibt natürlich verschiedene Waffen, Upgrades und so weiter, das ist alles Standard. Aber was das Spiel wirklich so ausmacht, ist, dass ihr in diese verschiedenen Richtungen schießen könnt. Und damit eröffnen sich dann doch schon ganz andere Räume. Gefällt mir sehr gut und ist cool, dass ich das jetzt auch in meinem besseren Zustand habe. So, und das hier wird dann wahrscheinlich das Game Gear Spiel sein. Ich frage mich, warum das so groß eingepackt ist. Ah, cool. Es ist wieder die Anleitung dabei. Also ich hatte ja bei der ersten Box hatte ich auch schon mal ein Spiel, wo die Anleitung dabei war. Das war Cool Spot. Und hier ist auch die Anleitung dabei. Also anscheinend scheinen sie das auch manchmal zu machen. Beim letzten Paket war es nicht dabei. Also ihr solltet euch nicht drauf verlassen. Aber anscheinend ist sie ab und zu dabei. Und es ist ein Klassiker, NBA Jam. Wie gesagt, mit Anleitung. Auch hier sieht der Zustand... Boah, also jetzt nur Witz. Hier hinten natürlich so ein paar Spuren, aber wenn ich das so sehe, das sieht ja wie neu aus. Also das sieht wie, als ob das niemals großartig bespielt worden wäre. NBA Jam ist, ich bin kein Sportspiel-Experte, das muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, wie sich diese Game Gear-Version jetzt spielt. Ich habe sie definitiv noch nicht in meiner Sammlung. Diese Spielszenen, die ihr jetzt sehen werdet, die nehme ich ja immer danach auf. Deswegen weiß ich das jetzt noch nicht. Ist natürlich ein Klassiker, ist auf vielen, vielen verschiedenen Systemen erschienen und ich weiß, dass viele diese Serie abfeiern, weil das, soweit ich das richtig im Kopf habe, eher so ein bisschen vereinfacht ist, so ein bisschen Street-mäßig und nicht unbedingt jetzt eine komplette Simulation mit diesen alten NBA-Spiele von EA und so weiter. Aber hatte einen sehr, sehr guten Leumund und deswegen bin ich jetzt auch sehr froh, das in meiner Sammlung zu haben. Ja, das war die Box. Wie gesagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden und sehr begeistert wieder von den Zuständen. Das scheint man mittlerweile wirklich so erwarten zu können. Und ich finde, die Box hat sich wieder gelohnt. Okay, gut, ich habe jetzt nichts dafür bezahlt, von daher hat es für mich so oder so gelohnt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen Eindruck vermitteln, was da alles so drin ist. Und ich freue mich schon, was in der nächsten Box auf jeden Fall drin ist. Und ich hoffe, da schaltet ihr auch wieder ein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.